Hoch oben in den Schweizer Bergen entsteht ein Kulturgut, der Alpkäse. Um herauszufinden, wie der gemacht wird, nimmt sich Evelyn Thomit eine Auszeit. Die Hebamme tauscht einen Sommer lang den Kreissaal mit dem Stall. Statt Babys ans Licht der Welt zu helfen, lernt sie, wie man Kühe oder Ziegen melkt. Und unterstützt die Alpkäserin bei der aufwendigen Käseproduktion. Was erlebt sie als Sennerin? Wir haben Evelyn Thomit einen Tag lang begleitet. Für Evelyn Thomit ist das einer der schönsten Momente. Der Sonnenaufgang im Berner Oberland. Thomit! Auch wenn sie dafür jeden Tag um kurz vor sechs aufstehen und auf die Weiden hochsteigen muss. Zäune gibt es hier nicht. Sie können sich dort frei bewegen. Deswegen auch diese Stunde am Morgen oder auch mehr, bis die Kühe wieder im Stall sind. Das ist ein Paradies für die Kühe. Weil sich die Kühe ausschließlich von Alpengras und Kräutern ernähren, haben ihre Milch und damit auch der Käse einen besonders hohen Gehalt an herzschützenden Omega-3-Fettsäuren. Evelyn überwindet so einige Höhenmeter. Dabei ist ihr scharfer Blick gefragt. Es gibt zum Teil Rinder, die sehen fast aus wie Kühe, die dürfen bleiben. Es gibt Kühe, die sind im Melkschutz. Die dürfen auch dort bleiben. Kälber, die man dann runterbringen muss, dass man einfach die richtigen Kühe bringt und die anderen oben lässt. Das ist meine Herausforderung. Das erste Mal, ich hatte eher noch Respekt. Ich hatte ein bisschen Angst vor den Kühen, aber jetzt, da ich sie kenne, ist das kein Problem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da fehlen noch. Heute spielt das Wetter mit. Wenn es neblig ist, hat sie gut zu tun, die Tiere zu finden. Thomit! Nach einer guten Stunde hat sie die richtigen zusammen. Jetzt müssen wir alle in den Stall runterbringen. Aber die wissen schon, wie. Da unten liegt die Alp. Die Kühe sind flott unterwegs in dem steilen Gelände. Evelyn war dieses Rauf und Runter nicht gewohnt und erinnert sich noch gut an den Muskelkater der ersten Tage. Doch inzwischen schafft sie das ganz locker. Die Tiere hören inzwischen auch auf ihr Kommando und marschieren brav in den Stall. Bevor es ans Melken geht, muss Evelyn erst einmal das Melkgeschirr kochend heiß auswaschen. Ihr Arbeitsplatz, die Alp, eine Spülecke, eine Küche, ein Stall. Türen gibt es keine. Alles ist offen und nah beieinander. Deshalb ist Hygiene besonders wichtig. Alles folgt einem präzisen Zeitplan. Jetzt also 20 Kühe an die Melkmaschine anschließen. Anfangs hat sie dafür eine kurze Einweisung bekommen. Doch wird erwartet, dass sie das schnell selbstständig hinbekommt. Also besser keine Fehler machen und so die Alpkäser entlasten. Wie klappt das? Gut. Lernt schnell. Lernt schnell. Irgendwie kommt ihr das auch bekannt vor. Am Anfang ist es ganz hart. Man spürt genau, hier ist viel Milch. Und wenn es gemelkt ist, ist es ein weiches Gewebe. Es darf keine Verhärtungen haben. Ja. Da ich Hebamme bin, zu vergleichen mit einer weiblichen Brust eigentlich. Ja. Und es gibt sehr viele Parallelen. Als Hebamme hat man es mit stillenden Müttern zu tun. Und es hat sehr viele Parallelen, was die Kühe an Probleme haben können, wie das mit den Frauen. Da kann ich Dinge eins zu eins umsetzen. Ja. Etwa 90 Liter Milch kommen so zusammen. Während nebenan noch gemolken wird, heizt Rosemarie Siegenthaler den Käsekessel. Den ganzen Tag wird die Käseproduktion das Tempo vorgeben. Die Milch wird erst einmal langsam erwärmt.
Der Anfang ist gemacht. Jetzt kommt der wichtigste Teil bei der Käseproduktion. Rosemarie Siegenthaler braucht dazu ihr kleines chemisches Laborkästchen. Damit überprüft sie jeden Tag die Qualität der Käsekultur. Die enthält Milchsäurebakterien in einer ganz bestimmten Zusammensetzung. Wenn die Kultur nicht den richtigen Säuregrad hat, würde die Milch verderben und damit der gesamte Käse. Die Farbe ist richtig, Rosemarie erleichtert. Wenn es schön rot ist, ist gut. Bei der Käserei ist Genauigkeit gefragt. Das kommt jetzt da rein. Jetzt kommt die Kultur zur Milch und dann kann das Gemisch aus Milch und Bakterien erst einmal ruhen, während es auf die richtige Temperatur gebracht wird. So, halbe Stunde. Zeit für das Frühstück. Rosemarie ist die Chefin hier. Zusammen mit ihrem Mann und Sohn sind die Siegenthalers von Juni bis August auf der Alp. Und Evelyn, die Hebamme, lernt und kämpft sich durch. Wenn man vorher nie mit Säuen und Kühen und Ziegen zu tun hatte, dann muss man jetzt schauen, wie es denen geht. Und gleichzeitig muss das mit der Käserei alles passen, weil sonst gibt es keinen guten Käse. Und das ist schon stressig. Ich habe es schon ein bisschen vom Vater gelernt, aber ich habe nachher auch Kurse gemacht. Mhm. Ist das schwierig? Nee. Oh. Wenn man es 40 Jahre macht, nicht mehr. Wird nichts dem Zufall überlassen. Viele Leute stellen sich das zu einfach vor. Einmal auf die eine Alp und ja, das ist mehr Ferien. Oder, und dann sind sie überfordert. Schon geht's weiter. Evelyn ist für den Ziegenkäse verantwortlich und auch sie braucht dafür Bakterien und Enzyme. Das ist das Lab, mit dem legt man jetzt die Milch ein. Die Kultur, die ist schon drin. Jetzt hat es eine halbe Stunde geruht. Und jetzt gebe ich noch das Lab dazu, damit die ganze Masse einliegt. Jetzt im Moment sieht man, die Milch ist noch ganz normal, ist noch flüssig. Und wenn jetzt nach einer halben Stunde kannst du es dann wieder anschauen, dann ist es eingedickt wie Pudding. Das lassen wir jetzt für 30 Minuten so stehen. Und alles, was mit Milch zu tun hat, wird umgehend mit kochend heißem Wasser gereinigt. Sauberkeit ist schon sehr wichtig. Ja, das ist etwas Elementares. Das habe ich von Rosmarie von Anfang an so gelernt. Nie etwas hinlegen, alles hat seinen Platz. Und alle, die Alpkäserei hat andere, Materialien als die Ziegenkäserei. Und das wird alles auseinandergenommen. Und das ist wichtiger. Evelyn hat das alles inzwischen drauf. Jetzt geht es mit dem Käse vom Vortag weiter. So ein Laib wiegt zwischen 9 und 13 Kilo. Der Käsekeller ist ein separater Bau. Bis zum Ende des Sommers werden es 120 Laibe sein, die hier reifen. Zwei sind es pro Tag, die erst einmal ins Salzbad kommen. Und der wird jetzt oben drauf gelegt. Und die beiden verbringen jetzt die nächsten 24 Stunden so im Wasser. Rosemarie Siegenthaler ist schon 75. Doch das Schneiden des Käsebruchs lässt sie sich nicht nehmen. Je kleiner die Körner, desto fester wird der Käse. Das dauert. Bis die Masse schön gleichmäßig klein ist. Dann kommt das Rührwerk nachher. In der Zwischenzeit geht's mit Salzwasser erneut in den Käsekeller, denn die fertigen Käseleibe müssen geschmiert werden. Jeder Käse jeden Tag. Und das mehrere Monate, wenn es original Alpkäse werden soll. Das ist aber auch sehr schön zum Sehen, wie der Käsebestand sich erweitert, wie die tägliche Arbeit sich lohnt und diese schönen Käse entstehen.
bis sie dann auch reifen. Also man sieht es gut, wie die Ältesten ganz anders aussehen. Ja, aber das ist also ein bisschen der Stolz generell. Immerhin ist er am Ende 20.000 Euro wert. Es macht sie stolz, dass man ihr so viel anvertraut. Ich denke, das ist eine Blüte im Lebenslauf. Da lebt man fürs Leben, ja. Das ist etwas auch mal durchzuziehen, durchzuhalten in Situationen, in denen es nicht einfach ist. Und man erlebt viel, was sonst nicht, was man im Tal nicht erlebt oder in anderen Berufen. Es ist sowieso immer, ist jeder Tag, muss man nehmen, wie er kommt. Es ist schon so, dass einen zum Beispiel am ehesten die Tiere an die Grenze bringen können, wenn sie überhaupt nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ja, ich glaube, das ist die größte Grenzerfahrung. Am Anfang war es auch so, dass ich viel noch, dass es mich noch sehr müde gemacht hat. Und es ist aber schön zu sehen, wie sich der Körper daran gewöhnt, wie man wahrscheinlich auch ein bisschen Muskeln kriegt. Und die Arbeit einem dann einfacher von den. Ja, einfacher geht. Das war am Anfang nicht immer so. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht jedermanns Sache ist. Weil man ist hier den Tieren und der Natur und dem Ursprünglichen sehr nah. In der Sennhütte geht es derweil weiter mit der Käseproduktion. Der Käsebruch hat in der letzten Viertelstunde eine Temperatur von fast 50 Grad erreicht. Rosemarie Siegenthaler muss das ständig messen. Jetzt muss ich noch 3 Grad haben. Denn die notwendigen 52 Grad sind noch nicht ganz erreicht. Einfach an einem Regler drehen, Fehlanzeige. Doch mit ihrer langen Erfahrung hat sie das im Gefühl. Evelyn ist mit ihrem Ziegenkäse schon einen Schritt weiter. Es ist auch schön zu sehen, die verschiedenen Stadien von diesem Käse. Jetzt haben wir eine Form gefüllt und morgen wird es dann noch ein 2-3 cm hohen Käse sein. Bis zum Ende der Saison immerhin 300 Kilo. Nebenan das gleiche in groß. Der Käsebruch hat sich gesetzt und wird jetzt vorsichtig ausgezogen. Und kommt in das sogenannte Järb. Das gibt dem Käse seine Form. Ein letztes Mal wird er mit Molke übergossen und dann kommen die Formen in die Presse. Rosemarie Siegenthaler füllt die Kultur für den nächsten Tag ab. Und dann geht es schon für den Käse in die nächste Runde. Es ist so am Anfang, wir nehmen den Käse raus. Dann wenden wir ihn nach etwa 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach einer halben Stunde und dann zweistündlich bis abends um 8 Uhr. Also immer und immer wieder raus aus der Form, wenden, zurück ins Järb und pressen. Und die Käsemilch, die hier rausläuft, ist kein Abfall. Da gibt es dankbare Abnehmer. Draußen wird es ein bisschen ungemütlich. Drinnen lecker. Rosemarie Siegenthaler hat eigentlich Köchin gelernt und schafft es so ganz nebenbei, ein Mittagessen zu zaubern. Oh,
okay. Kost und Logis sind für Evelyn frei. Dazu bekommt sie noch einen kleinen Lohn. Von dem bezahlt sie Miete und Versicherung. Denn während ihrer Auszeit in den Bergen läuft das ja weiter. Die Kühe sind mit Wiederkäuen beschäftigt. Der Käse darf noch nicht ruhen. Der wird wiedergewendet und verpackt. Das Erstaunliche finde ich, wie er die Wärme konserviert. Also heute Abend um 8, wenn man den wendet, ist da immer noch eine sehr schöne Wärme. Vor allem ist dieser Käse gehaltvoll, reich an Vitamin A und D und den Omega-3-Fettsäuren. Nach mehrmaligem Wenden ist es ein schöner goldener Käseleib und auch der Ziegenkäse von Evelyn kommt langsam in Form. Als wir sie auf der Alp treffen, ist ungefähr Halbzeit. Ohne Fernsehen, ganz im Einklang mit den Alpkäsern, meistert sie die Tage. Mit Familie und Freunden hält sie Kontakt übers Handy. Als Hebamme höre ich nicht auf. Das ist eine Auszeit. Und das habe ich das Gefühl, das ist auch für meinen Beruf sehr sinnvoll. Damit diese neuen Lebewesen auch wieder etwas Spezielles werden. Genau. Und ich habe das Gefühl, es hat Ähnlichkeiten, diese beiden Berufe. Es hat beides etwas sehr Ursprüngliches. Ursprünglich und naturverbunden. Die Hühner, sie schauen, die warten da. Denn die Käsereste sind eine echte Delikatesse. Nach dem Mittagessen geht es etwas ruhiger weiter. Über dem Kuhstall liegen die Privaträume. Alles ist nah beieinander und einen Schall- oder Geruchsschutz gibt es nicht. Für Evelyn kein Problem. Sie macht gerade die Wäsche für alle und ihr Zimmer hat sie für sich. An die Kuhglocken hat sie sich längst gewöhnt. Außerdem ist es nachts ruhig. Da sind die Tiere auf der Weide. Weil die Abstände für das Käsewenden jetzt länger werden, bleibt Zeit zum Buttern. Es ist recht vielseitig hier oben. Evelyn kann nicht nur Butter formen, sondern weiß inzwischen alles über Käsekulturen und vor allem, was den Alpkäse ausmacht. Die Bezeichnung ist von der EU geschützt, denn so darf sich nur Käse nennen, der aus der Milch von Kühen, die oben auf der Alp grasen, gemacht wird. Und die reichhaltige Milch macht auch die Butter zu etwas ganz Besonderem. Kaffeepause. Und tatsächlich ist genau an diesem Tag ein Artikel in der Zeitung, wo ein junger Türke über seine Arbeit auf der Alp erzählt. Und er schrieb, kurz nach 21 Uhr ist Schlafenszeit. Ja, das spielt so. Genau, bei mir genau. Manchmal noch neu. Da geht es ihm nicht anders als Evelyn, denn so gemütlich zusammensitzen ist die Ausnahme. Eine Viertelstunde später ist die nächste Kundschaft schon im Anmarsch. Die Euter sind voll und Evelyn gefordert. Alles bedeutet irgendwie immer Kraft. Egal was du machst hier. Und vielleicht auch Muskulatur, die du vorher einfach auch nicht gebraucht hast. Das ist jetzt mein Schwierigkeitsgrad 3 zum Melken. Das kann sie einfach nicht richtig fassen. Jede Ziege will anders gemolken werden und hier nimmt ihr keine Maschine die Arbeit ab. Dann ist es so, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich muss meine Arme ausschütteln. Das bereitet einen Muskelkater. Und das war vielleicht schon das Überraschendste. Gehen wir mit diesen Kräften. Bevor die Kühe wieder auf die Weide getrieben werden, wird noch einmal gemolken. Das gleiche Ritual wie am Morgen. Das Melkgeschirr muss sie nach dem Reinigen zusammenschrauben. Handgriffe, die sie inzwischen im Schlaf beherrscht. Sennerin auf Zeit, mit allem, was dazugehört. Wie kommt das bei ihren Bekannten an? Ich werde immer wieder mal angeschrieben von Verwandten und Freunden.
Da schreiben sie, wie es mir geht, als Sennerin. Und jetzt kann ich, nach 5 Wochen kann ich sagen, jetzt ist es wirklich so ein bisschen mein Alltag geworden. Am Anfang war es noch sehr ungewohnt und jetzt mittlerweile fühlt es sich so ein bisschen echt an. Genau. Aber es braucht schon Zeit. Ist aber ist normal. Es ist ein anderer Beruf, den man hier ausübt. Allerdings nichts für zart Beseitete. Also ich ziehe mir ein Kombi an, weil jetzt am Abend, du wirst es sehen, es ist viel. Die Kühe haben viel mehr, scheiden viel mehr aus als am Morgen. Sie haben jetzt den ganzen Tag wieder gekäut. Und du hast immer wieder mal die Situation, dass eine Kuh neben dir beim Melken Wasser löst oder Stuhlgang hat. Und dann hast du die ganzen Erfolge unter Umständen hinten am Rücken. Da ist es gut, wenn man so ein Arbeitskombi trägt. So gut ausgerüstet geht es in die letzte Runde an diesem Tag. Ein ordentliches Pensum, das die Hebamme hier absolviert. Es ist mehr die Anstrengung, aber im Paradies. Es ist nicht hektisch. Es entschleunigt eher. Und erneut spülen und alles wieder an seinen Platz bringen. Auch wenn es so scheinen mag, gleichförmig ist das ganz und gar nicht. Man mit Tieren arbeitet, ist es immer anders. Man bin nicht jeder Tag gleich. Ich bin nicht immer dieselbe. Es gibt Tage, die sind sehr bündig, alles funktioniert. Und es gibt Tage, da schwappt die Milch über, die Kühe wollen nicht in den Stall. Das ist wie sonst auch im Alltag. Doch hat die Zeit im Dienst von gutem Alpkäse einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine prägende Geschichte ist. Dass man Dinge erlebt, die man wahrscheinlich bis ans Lebensende auch nicht mehr vergisst. Und es sieht ganz so aus, als ob ihre Fähigkeiten als Hebamme doch noch gebraucht werden könnten. Denn hier bahnt sich eine Geburt an. Für heute geht ihr Arbeitstag dem Ende zu. Erstmal müssen die Kühe wieder hoch auf die Alp. Dann bekommt der Käse noch eine Schönheitsbehandlung. Und das, dann ist es auch wichtig jetzt für die letzte Wendung vor der Nacht, dass es keine solchen Dings Abdrücke mehr gibt, sondern dass es eine gerade Fläche ist, damit er sehr schön gelagert ist über Nacht. Dann hat er keine Dellen. Zugluft ist nicht gut, er sollte nicht auskühlen. Er ist ein Sensibelchen. Und dieses Sensibelchen wird nun ein letztes Mal an diesem Tag festgeschraubt. Nicht umsonst ist dieser Käse ein Kulturgut und die Alpkäser sind geschätzt in der Schweiz. Bis ins 16. Jahrhundert reicht diese Tradition zurück und etwa 500 Alpkäsereien halten sie aufrecht. Die Siegenthalers werden auch in den nächsten Jahren Käse machen. Für Evelyn ist Ende August Schluss mit dem Sommerjob auf der Alp. Das ist nicht nur schöne Arbeit, aber es würde jedem gut tun, dich 2-3 Monate mal auf so eine Alp zu begeben und dies zu machen, mit diesen Tieren zu arbeiten und Dinge zu tun, die man vielleicht sich so nicht vorstellen könnte. Die Sonne ist noch nicht untergegangen, doch nach so einem intensiven Arbeitstag hat Evelyn kein Problem, in den Schlaf zu kommen. Schließlich geht es kurz vor 6 für sie wieder los. Ja, gehen wir schlafen. Morgen ist wieder ein langer Tag. Gute Nacht. Oh, noch.